10 Jahre Naturpark Dobratsch ist das erste große Jubiläum einer Erfolgsstory, die 2002 begann und bis heute eine stetige Entwicklung nach vorne genommen hat. Das neue, beeindruckende Gipfelhaus des Alpenvereins kann durchaus als weithin sichtbares Synonym des Aufstiegs des Projekts Naturpark Dobratsch gesehen werden. Wir möchten gerne wissen, wie sehen Politik und Wirtschaft das Projekt Naturpark Dobratsch? Ja, der Naturpark Dobratsch ist natürlich auch hier in Kärnten ein ganz besonderer Edelstein in der Natur dieses Landes. Wir haben viele Projekte, die letztendlich ausdrücken, wie stolz das Land, wie stolz Kärnten auf diese Besonderheit ist. Und der Naturpark Dobratsch bietet natürlich viele Möglichkeiten für die Menschen, die Natur kennenzulernen. In der Naturparkschule Arnold Stein haben auch junge Menschen vor allem die Möglichkeit, wirklich schon in jüngsten Jahren dieses Naturwunder Kärntens näher kennenzulernen. Und das ist sicherlich für ihr Leben auch prägend. Aber auch für viele andere Menschen hier in diesem Land und auch für Urlauber ist es mit der Villa Alpenstraße möglich, dieses wunderbare Ausflugsziel zu erreichen. Und auch hier ist die Möglichkeit gegeben, dass wirklich viele tausend Menschen naturhautnah erleben, mit vielen Aussichtspunkten, mit Hütten, wo man auch durchaus gesellig zusammen sein kann. Und dieses gesamte Projekt Naturpark Dobratsch ist ein besonderer Edelstein in unserem Land, den wir auch im 10-jährigen Jubiläum besonders nach vorne rücken wollen. Ja, wir stehen eigentlich hier vor der Gemeinde Bad Bleiberg, wo alles seinen Ausgang genommen hat, um den Naturpark Dobratsch zu gründen. Wir haben jetzt 10 Jahre. Im September ist es soweit, dass die Auftaktveranstaltung hier im Knappenhaus stattgefunden hat. Wir wollen uns auf den 4 Säulen des Naturparks stützen, die da sind, also die Regionalentwicklung, die über das regionale Management vorangetrieben worden ist. Wir wollen das Lehren nicht vergessen, dass die Natur uns einiges zum Anschauen gibt. Dazu gibt es das Birdwatching, das unter dem Heimo Probst eine ganz starke nachhaltige Entwicklung gemacht hat. Man kann eine Greifvogelwoche jedes Jahr mitbesuchen und wird unter fachkundiger Anleitung kann man sich das Ganze, den Zug der Vögel über den Dobratsch beachten. Das Dritte, was wir hier brauchen, ist der Schutz des Dobratsch, nicht zuletzt deswegen, weil auch die Wasserreserven von Villach und von Bleiberg aus dem Dobratsch kommen. Daher ist es sehr wichtig, dass das beachtet wird. Die Entwicklung aus dem früheren Teil, dass das nämlich ein Skiberg war, hat man völlig umgedreht und war auch sehr zufrieden darüber, weil die touristische Entwicklung und die Besucherzahlen des Dobratsch sprechen eine eigene Sprache. Zum Beispiel ist sehr verbannt gewesen, dass das Dobratsch-Gipfelhaus, das neu vom Alpenverein unter Kautelen einer Umwelttechnologie, eines sozusagen fast Null-Energiehauses errichtet wurde, dass dieses Dobratsch-Haus die Biovorräte eines halben Jahres binnen 2 Monaten aufgebraucht hat. Das ist vielleicht ein kleiner Fingerzeig, was da sich an Entwicklung getan hat. Wir sind sehr interessiert, dass auch die Kooperation mit den Gemeinden weiterhin stattfindet, weil das ist ein Gemeinschaftsprojekt aus den 4 Gemeinden Villach, Arnold Stein, Nötzsch und Bleiberg, wobei jeder den Vorteil hat, einen Schwerpunkt zu setzen. Der eine Schwerpunkt in Nötzsch ist der Nötzscher Kreis, ein Künstlerkreis, also wo man sehr gut in die Vergangenheit Rückblick nehmen kann. Bleiberg punktet mit seinem Stollenwanderweg, mit seiner montanhistorischen Geschichte, mit seinen Gebäuden und mit der Nachhaltigkeit der Nachnutzung des Stollengebäudes. Villach als Bezirksstadt nutzt den Dobratsch oder wie sie ganz gern aus Villach benannt werden, die Villacher Alpe auf ihre Art und Weise als Naherholung. Wer an den Wintertagen, an den Nebelungen den Dobratsch besucht, ist eigentlich überrascht, welche Vielzahl von Leuten dort in der Sonne ihre Erholung suchen. Die Gemeinde Arnoldstein hingegen, die eigenartigerweise ja als Industriegemeinde gegolten hat oder immer noch gilt, hat ihren Schwerpunkt dadurch gesetzt, dass sie in der Schütt das erste echte Naturschutzgebiet Kärntens ausgewiesen hat. Und in weiterer Entwicklung wollen wir eigentlich das, was wir begonnen haben, noch mehr nutzen und den Dobratsch in erster Linie schützen und nützen. Das wäre sozusagen das Hauptwort. Über andere Dinge werden wir dann in Zukunft dann berichten können. Die Entscheidung, aus dem Skigebiet Dobratsch einen Naturpark zu machen, war aus heutiger Sicht gesehen für die Stadt Villach eine äußerst glückliche. Wir haben
uns Investitionsgelder in hohem Ausmaß erspart, die sich wirtschaftlich nie gerechnet hätten, und haben heute ein touristisch äußerst wertvolles Naherholungsgebiet bekommen, das auch von den Villacherinnen und Villachern enorm genutzt wird. Aber man sieht hier, dass auch im Verhalten, in der Freizeit, in den Freizeitwünschen der Menschen eine Veränderung eingetreten ist. Die Beziehung zur Natur ist größer geworden, der Wunsch nach Natur ist größer geworden, und der wird in perfekter Form durch den Naturpark Dobratsch erfüllt. Ich darf hier auch allen gratulieren, die am Beginn dieses Prozesses dabei waren. Es waren ja viele Beteiligte, die Jäger, die Bauern, die Forstwirte, die Straßenbesitzer, alle waren beteiligt. Und es ist uns in einem relativ kurzen Prozess gelungen, hier Einstimmigkeit zu erzielen und eine Zukunftslösung zu gestalten, die viel, viel Anerkennung gefunden hat. Der Naturpark Dobratsch ist für uns als Firmenstandort ein Erfolgsfaktor. Menschen oder unsere Mitarbeiter, die leben und arbeiten in einer intakten Natur, und das erhöht die Arbeitgeberattraktivität. Für mich persönlich ist der Dobratsch ein Kraftort mit seiner intakten Natur, mit seinen Heilquellen, mit den geheimnisvollen Höhlen und auch mit dem Trinkwasserreservoir, das er für alle darstellt. Und Dobratschwasser steht täglich bei mir am Schreibtisch und es schmeckt einfach gut. Die Zusammenarbeit mit dem Naturpark Dobratsch werden wir als Firma Stoh verstärken. Wir werden es in die Vitalaktivitäten unseres Unternehmens mit einbauen. Und so manche Strategie wird am Gipfel des Dobratsches mit dem hervorragenden Weitblick einfach besser umzusetzen sein. Wampath liegt im Naturpark Dobratsch. Eigentlich ist Wampath ein Teil des Naturparks mit seinem Heilvorkommen, das das Thermenresort zu der Gesundheitsdestination gemacht hat. Und auch das Maibachl und die Studenzerquelle haben als Naturschauspiel einen großen Bekanntheitsgrad erlangt. Und schon die Kelten und Römer haben hier Heilung gefunden. Die Ausgrabungen dafür sind ein Beweis für die geschichtliche Vergangenheit. Das alles fügt sich also wunderbar in das Gesamtbild von Kultur, Natur und Gesundheit. Unsere Marktgemeinde hat sich im Zusammenhang mit der Naturparkschule gut positioniert. Darüber hinaus gibt es eine gute und effektive Zusammenarbeit mit den Naturparkpartnerbetrieben, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Naturparkgemeinden in den nächsten Jahren. Die einzigartige Natur, das große Ganze des Naturparks, genießen natürlich auch unsere Gäste. Flora, Fauna, die Almwirtschaft, der Jägersteig, es ist wirklich für jeden etwas dabei. Radeln, marschieren und vor allem bei meinem Job das Simulieren im Naturpark bereiten mir wirklich Vergnügen. Besonders gefällt mir aber, dass der Naturpark Dobratsch rund geworden ist. Er gehört nicht nur mehr den Villachern, sondern alle Gemeinden sind mit eingebunden. Die Euronova entwickelt am Standort Arnoldstein seit mittlerweile 20 Jahren einen Industriepark, der von der Infrastruktur her und von der allgemeinen Standortqualität her den europäischen Vergleich nicht zu scheuen braucht. Neben der hochstehenden Infrastruktur sorgt die herrliche Naturkulisse des Naturparks Dobratsch für die Einzigartigkeit. Der Naturpark dient den Mitarbeitern, aber auch den Betrieben des Standorts als Naherholungsgebiet und Ausflugsziel. Wir hoffen, dass durch den Bau der Nepomuk-Brücke der Naturpark in Zukunft für uns noch besser erreichbar sein wird, sodass auch zum Beispiel Mitarbeiter die Mittagspause dort verbringen können. 10 Jahre Naturpark Dobratsch. Ein Grund zur Freude, ein Grund zum Feiern, auch für unsere Marktgemeinde Nötzsch im Gelltal. Hier im Hause Wiegele hinter mir befindet sich im ersten Stock das Museum der Freunde des Nötzscher Kreises. Dies ist unser Schwerpunkt im Naturpark Dobratsch. Des Weiteren befindet sich auch in meiner Gemeinde der Flugplatz. Dieser Flugplatz ist auch Partnerbetrieb, und hier können Sie mit einem Rundflug den Naturpark Dobratsch aus der Vogelperspektive genießen. Ja,
Der Naturpark Dobratsch ist für mich schon seit meiner Kindheit ganz ein wichtiges Naherholungsgebiet, hat aber viel mehr Funktionen aufgrund der Artenvielfalt, der Flora und Fauna, die wir da haben, versorgt fast 100.000 Leute mit super Trinkwasser. Man kann auch über den Naturpark Regionalprodukte die Wertschöpfung steigern, indem man so wie wir mit Biobauern aus dem Naturpark, im Naturpark Loden, den wir jetzt seit 2 Jahren haben, Produkte zu unseren naturbelassenen Produkten, haben wir die Produktpalette eben erweitert und das ist ein super Angebot für unsere Kunden und eine Wertsteigerung im Naturpark. Weil er der Bildungsfunktion und bringt in einer Zeit, wo das Leben und die Natur immer künstlicher gesehen wird, einfach die Menschen wieder dazu, Natur zu betrachten, Natur ein bisschen bewusster zu erleben und vermittelt so auch für zukünftige Generationen die Möglichkeit eben, Natur zu spüren, kennenzulernen und eben auch zu schützen, nicht? Weil eben es soll sehr wohl eine bewusste Nutzung, wirtschaftliche Nutzung in Land- und Forstwirtschaft sein, aber eben ein sanfter Tourismus, der der Ökologie des Naturparks gerecht wird und wo auch vielleicht in der Weiterentwicklung des Naturparks immer mehr Partnerbetriebe miteinander zum die regionale Entwicklung eben fördern und somit dieses Projekt Naturpark Dobratsch auch in eine positive Zukunft führen können. Die Gemeinde Bleiberg hat ja eine lange Geschichte über den Bergbau und hat sich letztendlich in den Jahren zuvor zum Gesundheitstourismus zugewandt. Mitentscheidend war auch der Faktor, die Höhenlage und der angrenzende Berg, der Dobratsch. Wir haben hier 2 natürliche Heilvorkommen, welche darin bestehen, dass wir hier eine Thermalwasserschüttung haben, eine außergewöhnlich starke, und wir haben als natürliches Heilvorkommen die Stollen, die dazu dienen, dass man gegen allergische Erkrankungen hier sehr viel unternehmen kann. Mit unserem Kurzentrum Bad Bleiberg genießen wir in besonderer Lage hier im Bad Bleiberger Hochtal am Fuße des Dobratsches, eingebettet in diesem herrlichen Naturparkareal, diese besonderen Voraussetzungen für unser Gesundheitszentrum. Für uns hat der Naturpark eine besondere Bedeutung, da wir in unserem gesundheitlichen Angebot dies ideal ergänzen können. Einerseits durch dieses Mittelgebirgsklima bzw. dem Reizklima können wir im Bereich der Lungen- und Atemwegserkrankungen ideale Kombinationen für die Genesung erzielen. Im Bereich des Bewegungs- und Stützapparates finden wir natürlich ideale Voraussetzungen vor der Haustür. Das heißt, unsere Gäste gehen hinaus und haben das Angebot vom Wandern, vom Walken, vom Laufen bis hin zu einer ausgiebigen Bergtour am Gipfel des Dobratsches, wo sie natürlich die Seele baumeln lassen können und einen wunderbaren Ausblick nebenbei genießen können. Letztendlich ist es für uns wichtig, als eines der beiden Gesundheitszentren in Kärnten, dass auch dieser Naturpark so bleibt, wie er ist, dass er nachhaltig ist, dass auf die Natur geschaut wird und dass die vielen Möglichkeiten weiter ausgenutzt werden können. Die Sico Technology ist Verarbeiter von Quarzglas, Silizium und Keramik. Wir haben den Standort hier gewählt, weil wir die Natur und die Ressourcen hier in Bad Bleiberg nutzen können. So nutzen wir das Wasser zum Kühlen unserer Öfen bzw. Die Luft aus den ehemaligen Bergbaustollen, die hochrein ist, für unseren Rheinraum. Der Naturpark Dobratsch und seine Einzigartigkeit ist für uns ein sehr guter Werbeeffekt. Gäste, die bei uns zu Besuch kommen aus der ganzen Welt, die schätzen hier die Ressourcen, die zur Verfügung stellen. So sagte uns ein Gast aus Asien, dass unser Wasser wie Seide auf der Haut ist, und so etwas hat er bisher noch nie gesehen. Unsere Kunden kommen auch sehr oft wieder zurück und machen hier im Naturpark Dobratsch Urlaub. Für mich ist die Entwicklung des Naturpark Dobratsch in den letzten Jahren hervorragend durchgeführt worden. Der Naturpark Dobratsch sollte so bleiben, wie er ist. Der Tourismus sollte gelenkt werden, und das sollte die Herausforderung für die nächsten paar Jahre sein.